Hallo Krebs, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für die kommende Woche für dich steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Krebs. Hinter dem Deck habe ich vier Schwerter, Krebs. Vielleicht eine interessante Woche wird es schon werden, irgendwie. Es gibt hier ein Gefühl von Nachdenken über eine komplizierte Situation, was mit einer, ja. Also vier Schwerter ist halt eine Karte, die wirklich, wo man auch eine Müdigkeit sieht. Also ich bin müde. Vielleicht müde von einer bestimmten Sache, Situation in meinem Leben. Also ja, also eine Zeit, die man braucht, um irgendwie nachzudenken. Also ich ziehe mich tatsächlich zurück und denke über eine bestimmte Situation nach. Oder ich distanziere mich auch von einer bestimmten Situation. Also irgendwie gibt es hier ein Gefühl von Nachdenken. Ja, es gibt hier, die Emotionen sind hier, obwohl es schwer da. Aber für mich eine Karte, die auch sehr emotionell ist, ja, also es ist eine komplizierte Karte. Ja, tatsächlich. Zweite Kelche, also es gibt schon hier bereits eine Situation mit einer wichtigen Person schon. Schauen wir mal jetzt zusammen. König der Schwerter, Sternzeichen, Zwilling, Waage, Wassermann bei dir präsent, ja? Also Luftelement bei dir sehr präsent. Der Herrscher, Ritter der Schwerter und die Karte der Waagen. Also Krebs, wir haben für nächste Woche hier eine Situation, was wirklich mit eine Schnelligkeit verbunden ist. Es gibt hier eine Schnelligkeit, eine Handlung, irgendwie eine Bewegung gibt es hier. Ja, also wir reden hier auch über eine Kommunikation, eine wichtige Kommunikation von einer Person, die du kennst. Der Herrscher, es kann hier entweder, also Sternzeichen wieder, Stier, Steinbock, Krebs, wie du, hier auf dem Tisch zu sehen, Luftelement nämlich auch. Wir könnten hier zum Beispiel mit einer Situation, was mit einer Arbeit zu tun hat, zum Beispiel. Eine bestimmte Kommunikation oder eine abrupte Situation ist hier, was vielleicht nicht unbedingt positiv ist, ja. Also diese Kommunikation muss nicht unbedingt hier zu sehr angenehm sein, ja. Irgendetwas ist hier. Wenn das hier ein Arbeitgeber ist, es gibt hier irgendeine Kommunikation, was dir nicht unbedingt sehr gut gefallen wird. Ich habe hier ein Gefühl von mich distanzieren tatsächlich. Also eine andere Richtung nehmen, eine Entscheidung treffen in eine komplizierte Situation. Nochmals für manche hier die Arbeit. Ja? Sonst ist hier ist eine ermächtigte Energie. Hier habe ich einen Ehemann oder irgendwie einen Vater, tatsächlich. Du siehst ja, ich habe hier den Herrscher. Ist eine ermächtigte Energie. Ist eine wichtige Energie hier. Für jeder spricht eine andere Person hier, aber die Kommunikation ist da.
In manchen Fällen nochmals eine vielleicht energische, zu sehr energische Kommunikation ist hier, was nicht unbedingt positiv ist. Und deswegen nimmt man hier Abstand. Man nimmt hier Abstand und manche möchten schon hier eine Entscheidung treffen und sich von dieser Situation distanzieren. Ich sehe trotzdem in dieser Nummer 7 Krebs, ja, so die Karte der Wagen ist ein großer Arkana, eine wichtige großen Arkana und spricht schon für Erfolg. Also es gibt hier eine wichtige Entscheidung, die du möglicherweise treffen wirst, die sich für dich sehr gut, ja, also mit Erfolg zu tun hat. Ja, also ist einfach nur interessant. Kommunikation sehe ich, ja. Und Schnelligkeit auch. Ich sehe natürlich eine Reise. Irgendwie. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Also, Krebs, also hier habe ich die Hohepriesterin. Die Hohepriesterin spricht für Sternzeichen Fische, Krebs auf dem Tisch auch, Wasserelement bei dir auf dem Tisch. Ich sehe hier vielleicht Geheimnisse, Krebs. Also hier könnten wir denken, also wir haben hier Geheimnisse, ja, irgendwie. Oder Situationen, worüber man nicht spricht. Es gibt hier so ein Gefühl von etwas mehr privat zu sein, etwas mehr für sich zu sein. Zumindest, ich habe hier diese Energie hier. Spricht schon für eine sehr spirituelle Energie, eine Energie mit viel Weisheit. Also die Intuition ist bei dir sehr präsent hier, Krebs. Viel Intuition in dieser Karte, ja. Und irgendwie viel Weisheit, viel Erfahrung im Leben und eine sehr interessante Energie, was, wie gesagt, mit wenig Kommunikation zu tun hat, würde ich sagen. Das sieht man ja auch hier. Also es gibt hier wenig Kommunikation, wenig oder gar keine Kommunikation. Ich sehe schon hier. Ich sehe schon hier gewisse Geheimnisse, Krebs, ja. Also du siehst ja Sternzeichen Fische sehr präsent bei dir, sehr präsent bei dir. Krebs nämlich auch, wie du. Und sonst, Skorpion könnte perfekt sein. Schau mal bitte in der Mitte. Zehnte Kelche. Es gibt in der Mitte für deine Legung, für die nächste Woche, eine familiäre Situation hier zu sehen. Es gibt hier eine familiäre Angelegenheit. Zehnte Kelche ist in Wirklichkeit eine sehr positive Karte. Ich rede hier über Liebe. Ja, die Liebe für die Familie, die Liebe für die Kinder. Kinder sieht man natürlich hier, habe ich gerade gesehen. Ich sehe Kinder, ich sehe Familie, ich sehe hier, ja. Eine familiäre Situation haben wir in der Mitte. Ja, es gibt hier eine interessante Sache. Schau mal bitte hier. Ich sehe schon hier diesen Herrscher, Krebs. Diesen Herrscher, wie gesagt, Sternzeichen Widder, Stier, Steinbock. Es gibt hier vielleicht bereits entweder eine Scheidung, eine Trennung dem Vater deiner Kinder, die Mutter deiner Kinder vielleicht. Es gibt schon hier, man sieht schon eine juristische Situation hier in Bezug auf eine wichtige Person. Du siehst ja, es gibt hier einen Vater irgendwie. Und es gibt hier schon eine Klarheit in einer Situation. Es gibt hier eine Klarheit, es gibt hier eine Wahrheit, etwas oder eine Wahrheit, die ans Licht kommt. Eine Wahrheit, die ans Licht kommt. Es gibt hier einen Herrscher. Der Herrscher ist nämlich verheiratet und hat Familie. Oder der Herrscher hat eine große Verantwortung. Es gibt hier eine ermächtigte Energie.
Und irgendwie ist sich ja diese Klarheit, diese Situation, diese Wahrheit, diese Wahrheit sieht man hier. Krebs, schau mal bitte jetzt hier. Also 7. Schwerter, 10. Kelche, 3. Stäbe. Ich sehe schon irgendwie eine neue Person, könnte man hier sehen. Eine neue Person, ja. Aber ich sehe schon hier eine Familie, ja, eine dritte Person. Diese dritte Person, ja, ich sehe hier diese dritte Person. Ja. Aber ja, ich sehe natürlich auch eine Person, ich sehe natürlich eine Person, Krebs, und ich meine, ich rede ja für dich, ja, die Legung ist ja für dich. Ich sehe schon, dass du eine andere Zukunft für dich möchtest, dass du was anderes für dich möchtest. Also ich sehe schon, dass du Pläne hast für die Zukunft. Du hast dich schon für eine bestimmte Situation oder Person fokussiert, ja. Du weißt schon, was du möchtest. Du hast schon eine Entscheidung getroffen. Ja, es gibt schon hier eine wichtige Entscheidung, einen Weg zu nehmen, und du weißt schon, was du möchtest. Ja, man muss natürlich, ich sehe hier erste Schwerter, es gibt hier neue Anfänge, viel Erfolg. Also ich habe hier 3 Karten, Krebs, 3 Karten, und alle 3 Karten reden für Erfolg. Für Triumph. Alle 3 Karten reden für Zukunft, für neue Anfänge. Alle 3 Karten. Es gibt hier wirklich gute Vorzeichen und irgendwie viel Erfolg in dem, was du machen möchtest. Nochmals, dass das hier für dich mit Arbeit zu tun haben könnte, natürlich. Ohne Probleme. Also, das könnte für einen Schluss mit einem Arbeitgeber und neue Anfänge in eine andere Situation, in eine andere Arbeit. Ja. Es gibt hier einfach Erfolg. Es gibt einfach Erfolg, Krebs. Ja. Es gibt hier wirklich Triumph. Und ich sehe nochmals diese wichtige Kommunikation, die kommt, eine wichtige Kommunikation. Eine wirklich wichtige Kommunikation. Eine Klarheit kommt irgendwie hier. Es gibt hier eine Klarheit, etwas, was eine bestimmte Situation verändert hier. Es kommt schon hier, ja. Schau mal jetzt, Krebs. Schau mal bitte. Ich sehe natürlich hier, eine Person hat wirklich schlaflose Nächte. Eine Person irgendwie macht sich viele Gedanken über eine, nochmals, eine familiäre Situation, über einen Kompromiss, eine Beziehung. Vielleicht nochmals Kinder, also die Familie halt generell. Die Familie ist hier zu sehen. Und eine Person macht sich tatsächlich Gedanken oder diese schlaflose Nächte sieht man da über eine familiäre Situation, aber irgendwie man möchte hier schon sich weiterentwickeln und man möchte hier eine Entscheidung treffen. Es gibt hier eine Entwicklung, eine positive Entwicklung. Sehe ich schon, ne? Also ich sehe schon hier, dass man sehr wahrscheinlich von bestimmten einschränkenden Überzeugungen sich befreien muss, ja. Also diese Situation von Familie und was mit manchen Glaubensmuster auch zu tun hat, Situationen, die uns schwer fallen, loszulassen. Ich sehe hier schon eine Veränderung in in diese Glaubensmuster, die man so hat. Also,
Ja, die Familie ist hier schon zu sehen. Krebs, schau mal bitte hier, neunte Schwerter, siebente Schwerter und die Karte der Herrscher. Es gibt schon, wie du siehst, eine dubiose Situation. Siebente Schwerter zeigt ja eine Wahrheit, die man nicht sagen möchte oder etwas, was man, wie gesagt, es gibt hier schon gewisse Geheimnisse. In manchen Fällen rede ich schon über eine dritte Person, aber das spricht nicht für allen Krebs, ja? Das spricht nicht für allen, aber ich sehe schon, für manche sehe ich schon hier ein Gefühl von einer dritten Person. Etwas, was man wirklich verstecken möchte, etwas, was man nicht sagen möchte. Es gibt schon eine Energie hier von eine gewisse Strategie oder ja, also der Herrscher hat natürlich viel Verantwortung und das ist das, was ich hier spüre. Ich sehe natürlich irgendwie eine Person, die, wie gesagt, diese Kommunikation sieht man von einer Person, die du schon kennst. Eine Kommunikation sieht man hier. Ja, und das hat sehr stark, sehr wirklich mit der Familie zu tun. Eine wichtige Person von der Familie spricht für einen Vater, nochmals, für eine ermächtigte Person. Und irgendwie, es gibt hier eine, vielleicht eine Konfrontation. Eine Konfrontation. Und diese Person kann nochmals der Vater deiner Kinder sein, ja? Die Mutter deiner Kinder. Es ist eine mächtige Person. Aber irgendetwas Abruptes ist hier. Etwas erfährt man, eine Wahrheit kommt vielleicht ans Licht. Es könnte zu einer Konfrontation kommen. Schau mal bitte, neunte Schwerter, ein Bube der Stäbe, Ass der Schwerter. Du siehst ja Feuerelement bei dir präsent. Sternzeichen wieder, Löwe, Schütze. Es gibt hier schon eine Kommunikation, wie ich dir gesagt habe. Ich sehe einen Altersunterschied, muss nicht sein. Es gibt hier schon vielleicht, ja, wie gesagt, Kinder, Familie sieht man. Für manche spricht man hier für einen Altersunterschied oder sonst eine irgendwie unreife Energie vielleicht. Aber irgendwie, es gibt eine starke Anziehung auch zu sehen hier. Oder eine neue Situation sieht man schon hier. Eine neue Situation sieht man schon in deiner Energie. Für manche spricht das für einen Wunschpartner, für jemand anderen spricht für Arbeit. Ich kann dir hier halt sagen, dass irgendwie Klarheit kommt. Es kommt Klarheit über eine Situation. Für manche irgendwie eine wichtige Kommunikation, die sich ergibt, was für dich sehr positiv sein wird, mit viel Erfolg. Also es gibt hier einen klaren Erfolg in deine Energie. Ja. Einen klaren Erfolg gibt es in deiner Energie. In manchen Fällen, wie gesagt, neue Anfänge spüre ich hier mit diesem Ast der Schwerter. Neue Anfänge, was mit einer neuen kreativen Situation für dich zu tun hat, was mit Arbeit verbunden ist für manche. Ja, es zeigt sich hier einfach Erfolg, Entwicklung, es zeigt sich Triumph. Ja, diese Situation geschieht auch schnell für dich. Und ich denke, man macht natürlich mit manchen Situationen auch einen Schluss, ja? Einen Schluss mit manchen Situationen und sogar mit Personen auch. Es kommt darauf an, wie die Energie für dich spricht, ja? Ehrlich gesagt, ich sehe sehr stark natürlich mit Zenderkelche in der Mitte, sehe ich sehr stark die Familie hier, ja. Dass wir hier mit einer familiären Situation zu tun haben, das sehe ich hier sehr stark, sehr präsent. Es könnte irgendwie vielleicht für manche hier auch einen Einfluss mit der Arbeit auch haben. Es zeigt sich hier einfach Erfolg.
Es zeigt sich einfach Erfolg. Ja. Die Karte der Waage, nochmals, Krebs, ist eine sehr positive Energie. Eine sehr positive Energie. Und hat sogar, wie gesagt, mit Entscheidungen auch zu tun. Natürlich diese Reise, ich sehe hier eine Reise, irgendwie. Eine Reise. Vielleicht es gibt hier eine geografische Distanz zu einer Person. Ja, es kann schon möglich sein, dass hier eine geografische Distanz gibt, aber ich sehe hier eine positive Energie. Eine positive Energie. Entschuldigung, meine Pause, ja. Dass ich hier eine neue Person sehe, habe ich dir ja gesagt, ja. Dass ich hier gewisse Geheimnisse sehe, habe ich dir nämlich auch gesagt. Das Wasserelement bei dir sehr präsent ist, ist tatsächlich so. Ich sehe aber nämlich Luftelement auch. Zwilling, Waage, Wassermann. Auch sehr präsent. Krebs wie du nämlich auch. Es gibt eine bestimmte Situation, Krebs, die du verlässt. Du verlässt, du gehst von einer Energie, die möglicherweise kompliziert ist. Es gibt hier einen gewissen Schluss, den man macht, tatsächlich mit einer vielleicht unreife Person, die immer wieder kommt und geht. Man gibt tatsächlich eine bestimmte komplizierte Person den Rücken. Weil diese Person möglicherweise lügt. Es gibt hier eine Person, die lügt und nicht mit der Wahrheit geht. Eine Person, die mir wieder kommt und geht, tatsächlich. Es gibt diese Situation hier von einer solchen Energie. Und diese Person kennst du. Nochmals, Luftelement hier zu sehen. Aber Krebs, ich habe das Gefühl sogar, dass wir diese 10. Schwerter schon für dich hatten, vor letzte Woche. Dass du momentan sehr viel am Nachdenken bist, ja? Dass du hier irgendwie tatsächlich eine Entscheidung treffen möchtest. Dass du hier an jemanden sehr stark nachdenkst. Du denkst sehr stark an jemanden nach. Und diese Person kann von dir wirklich distanziert sein. Ja, das ist die Energie, die sich hier zeigt, für dich. Und erstmal, wie du siehst, es gibt hier einen Stillstand. Eine Zeit, die man sich nimmt zum Nachdenken und irgendwie tatsächlich, diese Energie ist da. Krebs, das ist, was ich für dich hier sehe. Ich sehe natürlich für nächste Woche hier eine klare Kommunikation. Eine klare Kommunikation, die etwas erstmal mehr energisch, abrupt ist und vielleicht, ich weiß nicht, inwieweit angenehm ist und hat mit einer wichtigen Person zu tun. Aber nochmals, du siehst ja, ich sehe schon eine positive Energie bei dir. Ja, ich sehe nicht, dass wir hier mit, dass du dir da jetzt, du nimmst dir die Zeit für dich zum Nachdenken. Das ist, was ich hier sehe. Ich sehe schon eine gewisse Heilung hier. Und ich meine, ich sehe natürlich auch bei dir, Krebs, eine Verbesserung deiner Gesundheit. Sehr wichtig, das zu sagen, ja. Es ist sehr wichtig, dass ich das sage. Ich sehe schon eine Verbesserung deiner Gesundheit. Ja, ich habe sehr viele positive Karten auf dem Tisch und wenige negative. Ja, also von da aus, ich denke, du bekommst Klarheit. Du wirst sicher sein, was du möchtest. Denn die Intuition ist bei dir sehr präsent. Die Intuition ist da. Die Entscheidung, die du treffen möchtest, ist da. Und es gibt hier Erfolg für dich. Ja, es gibt schon hier Erfolg für dich. Aber ja, du hast mit einer bestimmten komplizierten Person zu tun. Eine komplizierte Person zu tun, das spricht für jeder von uns anders.
Ja, ja, also das muss ich schon sagen. Also Krebs, ich überlege, ob ich dir noch was sagen kann, aber das ist, was ich ja spüre für nächste Woche, ja. Es gibt hier in der Mitte 10. Kelche. Irgendwie ist eine schöne Karte und auch eine Nummer 10, die für einen neuen Zyklus dasteht, ja, in deinem Leben. Einen neuen Zyklus irgendwie. Situationen, die man beendet, hinter sich verlässt und ja, du siehst ja, neue Wege. Es öffnen sich neue Türen für dich, Krebs. Neue Türen eröffnen sich für dich. Und ich sehe hier neue Wege für dich. Wie immer, ich entscheide, ja. Ich entscheide, welchen Weg ich nehme. Ja, also jeder von uns entscheidet, aber es gibt hier neue Wege. Neue Wege sind da. Neue Türen, die sich für dich eröffnen, sind da. Und Entscheidungen werden getroffen. Ja, und im Prinzip, diese Energie zeigt sich wirklich sehr positiv für dich. Sehr sogar. Wenn du dich durch diese Hindernisse, die man hier sieht, nicht beeinflussen lässt. Es gibt schon hier in deiner Energie manche Hindernisse. Das sieht man schon. Ja, das sieht man schon. Aber du schaffst das. Also das ist die Energie, die ich hier spüre. Du schaffst das schon, Krebs. Also Krebs, egal in welchem Bereich in deinem Leben, ob das jetzt Arbeit für dich ist oder eine familiäre Situation. Ich meine, du siehst ja, die familiäre Situation ist ja sehr präsent. Aber wie gesagt, ich sehe Triumph in deiner Energie und auf jeden Fall eine positive Einfluss ist hier schon zu spüren, ja? Krebs, ich danke dir für deine Likes und für deine Abos. Dankeschön. Das bringt Glück, ja? Muss ich dir schon sagen. Dankeschön und ich wünsche dir bald ein schönes Wochenende und wir sehen uns bald. Krebs, ich bin sehr neugierig für deine Energie, was das hier für dich spricht. Aber du siehst ja, also ich sehe diese gewisse Reise hier, diese gewisse Situation von Entscheidungen treffen, wichtige Entscheidungen treffen, die für dich mit Erfolg verbunden sind. Und sogar mit einem Umzug für manche. Es gibt hier so ein Gefühl von einem Umzug. In irgendeine Art und Weise. Es ist einfach eine positive Energie für dich, Krebs. Dankeschön und bis bald, Krebs. Tschüss.